Ein Beitrag mit freundlicher Genehmigung des Österreichischen Fußballbundes. Beim rhein-grün-weißen ÖFB-Cup-Duell in Hütteldorf eröffnen die Rapid-Profis den Torreigen. 11. Minute nach diesem Torabstoß der Amateure verliert Kerschbaumer den Ball am Hinum. Seinen idealen Steilpass verwertet René Gartler und es steht 1:0 für die Rapid-Bundesliga-Mannschaft. Aber schon eine Minute später gleicht André Lebedev mit diesem herrlichen Kopfball nach einem Corner für die Amateure zum 1:1 aus. In der Wiederholung ein konzentrierter und gezielter Kopfball. Rapid-Torhüter Helge Bayer kann den Ball nur mehr nachschauen. 21. Minute, erneute Führung für die Rapid-Profis. Gartler bringt den Ball flach in den Strafraum. Salih ist zur Stelle und es steht 2:1. Aber die Amateure halten weiter gut mit und in der 39. Minute gelingt Holzmeier der Ausgleich. Ein Bombenschuss und berechtigter Jubel bei den grün-weißen Amateuren. Der Ausgleich hat die bis dahin verhalten wirkenden Bundesliga-Rapidler aufgeweckt. Hier knallt Dober den Ball an die Stange. Pausenstand 2:2. In der zweiten Halbzeit fixiert Hamdi Salihi dann fast im Alleingang den Sieg der Rapid-Kampfmannschaft. Das 3:2 in der 50. Minute per Kopf und eine Minute später das 4:2 aus einer scheinbar unmöglichen Position von rechts außen. Dann ein Stangenschuss von Kerschbaumer in der 60. Minute, Glück für Bayer. 3 Minuten später hält er aber diesen Bombenschuss von Zeiner. Das waren die letzten Chancen der Amateure. In der 85. Minute fixiert dann Christoph Saurer mit einem herrlichen Tor den 5:2 Endstand. Der entscheidende Pass für dieses Tor kommt von Tanjo Kahan auf der linken Seite zur Mitte zu Saurer. Ein klarer Sieg für die Rapid-Kampfmannschaft. Und das ohne Trainer Backholt auf der grünen Trainerbank. Egal für welche Mannschaft hier Flagge gezeigt wird, der Sieger heißt in jedem Fall Rapid und dennoch Enttäuschung beim Torschützen zum 2:2. Wir haben uns schon seit der Auslosung haben uns riesig auf das Spiel gefreut, dass wir uns vor so einer schönen Kulisse und vor so einem schönen Publikum präsentieren dürfen. Und ja, ich denke, wir haben uns gut verkauft, aber es wäre mehr drin gewesen und deswegen natürlich eher ein weinendes als ein lachendes Auge. 3 Tore. Ich habe heute viele, vielleicht Chancen für 5, 6 Tore, aber ich habe nur 3 gemacht. War gut vorarbeitet von Steph, von René. Und ja, bist du immer zufrieden, wenn Tore machst, auch im Training, wenn Tore machst, ist wichtig für einen Stürmer und ja, heute ist okay. Die Kampfmannschaft des SK Rapid ist also für die zweite Runde am 18. September dieses Jahres qualifiziert.